ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen oder jetzigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ich möchte heute meine Erfahrung mit dir teilen zur Hydrokolontherapie. Ich komme gerade von einer Heilpraktikerin. Ich habe weder einen Arzt noch eine Heilpraktikerin an meiner Seite, wo ich regelmäßig hingehe, weil ich da einfach gar keinen Bedarf habe. Deshalb habe ich jetzt gerade gesagt, einer Heilpraktikerin. Ich trage das Thema schon längere Zeit in mir, mir mal so eine Hydrokolontherapie zu gönnen. Ich mache ja in unregelmäßigen oder regelmäßigen Abständen selbst Einläufe, um den Darm zu reinigen. Aber ich hatte jetzt einfach das Gefühl, mal so eine komplette Durchspülung des Darmes ist einfach nochmal was anderes als selbst einen Einlauf zu machen, weil man da ja auch nur bis zum gewissen Grad überhaupt in den Darm reinkommt. Und das möchte ich heute mit dir teilen. Also als ich vorhin nach Hause gekommen bin, es waren 30 Kilometer zu fahren, habe ich erstmal alles hier hingelegt und habe ich alles mal weggelegt, das wollte ich sagen. Ich bin immer noch nicht richtig wach. Und habe mich erstmal aufs Ohr gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mich erstmal direkt auf die Couch gelegt und brauchte erstmal so eine Stunde Auszeit. Ich war total müde, ich war geschafft, ich habe es unterwegs im Auto schon gemerkt, dass ich da schon vollste Konzentration brauchte, um die 30 Kilometer wieder zurückzufahren. Und jetzt bin ich immer noch so ein bisschen geschafft, aber jetzt geht es nichtsdestotrotz weiter mit meiner Liste, was heute noch ansteht, denn ich bin nur noch 2 Tage hier, dann bin ich in einer Auszeithütte, bin völlig außen vor für eine Woche und deshalb habe ich auch gerade heute den Termin gewählt zu dieser Darmspülung, so als Grundlage zum Fasten eben. Mit dem eigentlichen Fasten fange ich allerdings erst an, wenn ich dann in der Hütte bin. Bis dahin werde ich aber ganz, ganz wenig essen, möglichst nur Mono. Ich war jetzt heute zum Beispiel gerade eben noch in der Regenpause, bevor ich jetzt hier das Video gestartet habe, draußen hinterm Haus und habe mir ein großes Schälchen Himbeeren geholt. Werde mir heute Abend wohl noch ein Schälchen Himbeer holen. Vielleicht mal noch eine Banane essen, aber ansonsten werde ich heute nichts essen und morgen und übermorgen, bevor ich dann losfahre, werde ich eben auch entsprechend wenig essen, beziehungsweise dann auch nur Obst und Gemüse, wir haben noch Tomaten hinterm Haus und Kohl, da so besondere Kohlblätter einfach, also nicht den ganzen Kohl, sondern so Blätter und ein paar Wildkräuter, mehr werde ich eh nicht mehr essen. Und dann, wenn ich in dieser Hütte bin, komplett fasten. Nach meiner jetzigen Planung. Allenfalls ein paar Wildkräuter da auch naschen. Aber zurück zur Hydrokolontherapie. Ja, wie war es? Also, grundsätzlich ist es für mich schon mal ein bisschen eine Herausforderung, wenn jemand an mir arbeitet. Das mag ich eigentlich schon nicht. Und gerade so in dem Bereich. Es ist natürlich so ein Eingriff in die Privatsphäre. Ich nutze diesen Ausdruck jetzt einfach mal. Kostet ein bisschen Überwindung. Aber es war letzten Endes alles ganz easy. Ich habe mich natürlich auch irgendwo ein bisschen mental drauf eingerichtet, mental drauf eingestimmt. Den Termin habe ich mir schon ganz lange fest vereinbart und bin mit dieser mentalen Ausrichtung heute Morgen auch in die Praxis, dass das alles ganz easy läuft und dass es ganz gut geht. Nichtsdestotrotz, es werden ja da so 50 Liter Wasser durch den Darm gespült. So in der Mitte in etwa, habe ich dann doch mal gefragt, wie weit sind wir von der Zeit her, und wir hatten da schon 2 Drittel im Grunde genommen, nur von mir her gefühlsmäßig war es so in etwa die Mitte. Weil sie hat mir dann auch noch so unterstützend den Bauch massiert und da habe ich einfach gemerkt, dass sich da was tut. Es war jetzt kein Schmerz zu spüren, es war eher so ein unangenehmes Gefühl im Bauch, im Oberbauch, im gesamten Bereich einfach. Ich habe einfach gemerkt, da ist etwas dabei, sich zu lösen, und das schmerzt jetzt einfach ein bisschen. Also es war ein leichter Schmerz. Es war auszuhalten, aber
wenn man an so einem Gerät angeschlossen ist und da ich jemand bin, der eh nicht gerne an sich arbeiten lässt, war das für mich schon eine Herausforderung. Und so die letzten, ja, weiß nicht, 10 Minuten, da war ich dann schon froh und habe das Ende herbeigesehnt, dass ich dann von der Liege aufstehen kann und dann auch endlich, ja, die Toilette aufsuchen kann. Sie hat mir auch gesagt, dass jede Therapie, jede Sitzung anders verläuft. Es ist nie eine wie die andere. Ob ich nochmal eine nächste mache, das glaube ich eigentlich schon, nur wann weiß ich jetzt nicht. Ich belasse das jetzt mal bei der heutigen, schau mal, was das weiter mit mir macht. Fühle mich jetzt auch soweit gut. Ich bin, wie gesagt, noch nicht so ganz wach, weil ich gerade eben aufgestanden bin, bin in das Haus, habe mir die Himbeeren geholt und jetzt gleich die Kamera an. Ja, und es macht natürlich schon was mit dem Körper. Es wird ja schon einiges in Gang gesetzt, wenn der komplette Darm mal so durchgespült wird. Aber es ist eine sehr hygienische Sache. Also wenn du dich damit beschäftigst, sowas mal auch zu machen. Aus jetziger Sicht kann ich nur sagen, man braucht keine Angst haben. Sie hatte mich auch noch gefragt, ob ich mir vorher YouTube-Videos angeschaut hätte, wie das so abläuft. Das habe ich nicht gemacht, weil ich wollte da ganz unbedarft mich da rein begeben in diese Therapiesitzung. Und ja, würde ich dir vielleicht auch empfehlen. Stimm dich einfach mental darauf ein, wenn du das in dir fühlst, das auch mal zu machen. Und lass es dann einfach so, ja, auf dich wirken. Lass dich einfach drauf ein. Ich glaube, ganz wichtig oder unterstützend hilfreich ist es schon, wenn man so ein bisschen in der Entspannungstechnik geübt ist. Also ein bisschen Anspannung ist nichtsdestotrotz auch bei mir heute Morgen da gewesen. Aber es hat mir einfach geholfen, mich dann ganz bewusst zu entspannen, auf der Liege ganz locker zu liegen und ja, es dann einfach stehen zu lassen, Kontakt aufzunehmen mit meinem Körper, mit meinem Darm und einfach mit der mentalen Ausrichtung, wie gut das tut, dass da jetzt einfach mal der Darm gespült wird. Ja, ich kann mir also aus jetziger Sicht gut vorstellen, im Frühjahr vielleicht mal sowas zu machen. Vielleicht habe ich auch anschließend den Impuls ein paar Wochen dieses Jahr nochmal. Keine Ahnung, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Das sind jetzt so meine ersten Erfahrungen hier und die wollte ich jetzt einfach mal mit dir teilen und ja, dich vielleicht da auch inspirieren oder dir eine rückenstärkende Info geben, wenn dich das Thema beschäftigt, sowas dann eben auch mal zu machen. Das war es auch schon in aller Kürze. Jetzt geht es weiter hier im Programm, gibt noch einiges zu tun, bevor ich mich dann in die Auszeithütte verabschiede. Was es damit auf sich hat, das erfährst du auch im nächsten Video. Und ja, danke dir für dein Dabeisein, für dein Interesse, schick dir eine herzliche Umarmung und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Irmgard.